genommen, weil ich Ihren Protest gegen die A4 unterstützen will. Und ich sage sehr eindeutig auch A4. Denn Sie wissen ja, dass wir unter der rot-grünen Regierung immer gesagt haben, wir wollen diese Autobahn A4 nicht. Sie haben sie damals nicht in den Bundesverkehrswegeplan hineingetan. Und ich glaube, dass Ihnen hier eine verkappte A4 einfach untergeschoben werden soll. Und dagegen muss man sich wehren. Die Leute hier empfinden das natürlich zu Recht als Zumutung, dass hier keine vernünftige Verkehrsregelung für sie selber, wo sie da wohnen, gefunden worden ist. Und deshalb erwarten Sie und hoffen Sie von dieser Umgehungsstraße einfach eine Entlastung. Aber de facto ist das der erste Türöffner für die A4. Denn wir haben uns das Ganze ja mal angeguckt. Das ist ja ein riesiger Berg. Und man muss auch allen Experten, die immer so tun, als wäre das ein leichtes, hier plötzlich so eine Umgehungsstraße zu bauen, muss man mal sagen, wie soll die eigentlich gebaut werden? Unter einen Steilhang runter. Das heißt, der ganze Ort wird ja überschattet von dem Lärm. Das werden Riesenmengen Erde werden damit bewegt und man hat auf die Tunnellösung verzichtet, die ja besser gewesen wäre, weil man die A4 einfach dann nicht mehr anbinden kann. Wie soll dann die A4 angebunden werden, wenn unten die Autos durch den Tunnel fahren? Das heißt, de facto ist die ganze Diskussion plötzlich vor 2 Jahren, wir wollen keinen Tunnel mehr, war eigentlich ein Zugeständnis, man will am Ende die A4. So, und deshalb muss man von vornherein Widerstand aufbauen. Und vor allen Dingen muss man eins machen, die Politiker, die das immer wieder wollen und den Leuten hier Sand ins Auge streuen, die muss man zwingen, auch mal die Wahrheit zu sagen. Die sollen endlich mal sagen, wie ihre Pläne wirklich sind. Das finde ich fair. Denn uns hat ja der Klaus von der Bürgerinitiative hat das ja deutlich gemacht, was das Ganze bedeutet. Was das auch für eine hoch angelegte Straße bedeutet, wo die Leute plötzlich drauf gucken, wo die ganze Landschaft verschandelt wird. Und deshalb finde ich toll, dass bei diesem Regen so viele zusammengekommen sind. Das muss ich auch sagen zum Wetter, weil es fängt ja mal wieder an zu regnen. Ich habe so das Empfinden, dass im Siegerland gilt immer eins, es regnet immer, im Sommer gibt es warmen Regen und im Winter gibt es kalten Regen. So, und da haben wir eigentlich Glück, dass wir jetzt hier im Sommer sind, dass wir warmen Regen haben. Aber trotzdem vielen Dank, dass so viele gekommen sind, weil das Wetter würde andere ja schon abschrecken. Aber sie lassen sich hier nicht abschrecken. Und ich weiß auch aus meiner Zeit, dass sie hier wirklich hier einen geraden Rücken haben und auch genau wissen, was sie wollen. Und deshalb, glaube ich, muss man noch eins sagen. Alle, die meinen, man könnte mit einer großen Bundesfernstraße, die ja Arbeitsplätze in die Region holen, ich glaube, die machen einen schweren Fehler. Denn gerade dadurch, dass sich hier Wirtschaftskreisläufe entwickelt haben vor Ort, dass sie damit es auch geschafft haben, kleine und mittelständische Unternehmen anzusiedeln, haben sie eine relativ geringe Arbeitslosigkeit im Verhältnis zu ganz Nordrhein-Westfalen. Es ist gerade die Chance, die sie genutzt haben, hier auch in dieser Region. Und es würde ganz fatal sein, wenn sie zum Beispiel jetzt eine Transferregion werden, wo die Leute nur mit dem Auto durchfahren und die Wirtschaftskraft eher abfließt, als dass sie wirklich in diese Region kommt. Also alle. Alle, die ihn weismachen wollen, hier ginge es um Arbeitsplätze, die werden dann, wenn es gebaut worden ist, wenn sie nicht mehr in Verantwortung sind, dann werden sie sagen, okay, da haben wir uns getäuscht, aber dann ist es zu spät und deshalb ist es wichtig, jetzt etwas zu tun. Ich finde, man muss wirklich darauf drängen, dass viele kleine Maßnahmen, die jetzt schon möglich wären, die eben im 50-Millionen-Bereich sind und nicht im Bereich von 1,7 Milliarden, wie ja die große Lösung kosten würde, dass diese kleinen Maßnahmen endlich realisiert werden müssen. Sie hätten auch schon vor Jahrzehnten realisiert werden können, hätten heute schon Entlastung für die Bürger gebracht und wären viel billiger gewesen. Und dass man diese kleinen Lösungen, die sehr effizient sind, nicht realisiert, das ist die Verantwortung der jetzt regierenden, des jetzt regierenden Landrates und das ist auch die Verantwortung des Bundestagsabgeordneten, der auch die große Lösung will. Ich finde, das kann man nicht hinnehmen. Man muss die Politiker dann auch zwingen und sagen, was habt ihr eigentlich in den letzten Jahren gemacht und Jahrzehnten gemacht, außer dass ihr immer einer großen Lösung hinterhergehangen habt, die jetzt schon seit 20 Jahren diskutiert wird. Macht doch endlich mal was für die Menschen, die jetzt leben und nicht guckt in irgendeine Variante, die wahrscheinlich für die Menschen der Zukunft nur noch eine schlechte Variante ist. Deshalb bin ich froh, dass Sie alle gekommen sind. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie viel Erfolg haben. Ich habe viel gelernt auf diesem Weg und ich finde auch die Politiker, die darüber entscheiden, sollten mal die Trasse lang gehen, sollten mal erklären, wie das überhaupt verlaufen soll. Dann würde Ihnen nämlich der Atem stocken und dann sollten Sie alle
Politik Ihnen hier für eine schlechte Lösung aufschwatzen will. Versuchen Sie, gegen dieses Projekt zu kämpfen weiterhin. Ich werde Sie, wo ich Sie kann, unterstützen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und viel Erfolg.